Und Vizekanzler Robert Habeck fordert von den Teilnehmern der diesjährigen Ostermärsche der Friedensbewegung eine klare Botschaft an Russland zu senden. Bei den Märschen solle deutlich werden, dass sie sich gegen Putins Krieg richten. Die Märsche setzen sich traditionell für Abrüstung ein. Habeck warb um Verständnis für Waffenlieferungen. Es sei eindeutig, wer in diesem Krieg Angreifer sei und wer sich in schwerer Not verteidige. Pazifismus sei im Moment ein ferner Traum, so Habeck. Zuschauen sei die größere Schuld. Für heute sind in rund 80 Städten in Deutschland Ostermärsche geplant.